Na also, hallo und herzlich willkommen. Diese Bastelnacht hat eine akute Verzögerung zum Start gehabt, weil der Encoder nicht mehr wollte. Die ARC hat den Dienst verweigert und beziehungsweise OBS. OBS und die ARC gingen wahrscheinlich nicht mehr Hand in Hand mit der OBS und Treiberversion. Und wollten nun nicht mehr. Nachdem sie mir letztes Mal einmal abgestürzt war, danach aber wieder lief, nach einem kurzen OBS-Neustart, wollte sie jetzt gerade mal wieder gar nicht. Danke für eure Geduld. Herzlich willkommen zurück. Danke der Dashi für die Unterstützung. Ja, Aufzeichnung läuft. Treiber-Update hat geregelt. Dann gab es erstmal ein Firmware-Update für die Graka, ein Firmware-Update HDMI. HDMI-Firmware wurde geupdatet. Das ganze wilde Marotte hier. Was da los war? Was war denn da los? So, Bastelnacht in der letzten Woche kann ich, glaube ich, löschen. Zumindest die Rohaufnahme. Da wir ein bisschen Platz für heute haben. Die Tigerfibel, Hartgeld Subscription. Danke dir, Tiger. Danke, Ölfuß, für 68. Netmasters, ein wunderschön. Alpha Hero, hello. Was geht ab? Alles so wie immer. Und der Hall ist jetzt weg. Ja, der Hall. Der Hall. Ich möchte mal keine Klöppe ins Ohr tun, ne? Und vorher will ich abrocken, weil wir haben ja schöne Musik von Vengeant gehört. So sieht es aus. Wurde der Encoder auch geupdatet? Das weiß ich nicht, aber es gab ein HDMI Firmware Update und Super Magic Mipe. Samstagabend endlich wieder Bastalnacht. Bastalnacht. Und nach Treiber-Update kann es endlich losgehen. So sieht es mal aus. So, wir haben hier einen Kandidat vor mir liegen. ARC. Ah, hier, ARC. Das ist keine ARC, aber auf einem ARC-Karton gebettet die RX470. Denn meine AliExpress-Lieferung ist da. Meine AliExpress-Lieferung mit neuen Lüftern ist da. Nachdem wir die letztes Mal kaputt gefummelt haben. Und ich habe den Kühler nochmal bearbeitet. Ich habe ein bisschen mit Zahnpasta gearbeitet. Aber ich habe auf der Unterseite mit einem Kratzerentferner gearbeitet und einer Polierscheibe. Und die wichtige Kontaktfläche zur Grafikkarte sieht jetzt wieder ganz brauchbar aus. Ging aber vergleichsweise schnell. EU-Lager. Ja, weiß ich, ne, ist aber irgendwie durch den Zoll gewandert, I don't know. Was hat das jetzt gedauert? 2 Wochen oder so? Ist okay so. Sieht immer noch kacke aus von der Vorderseite, aber da kommen die Lüfter drauf und dann ist gut. Aber das Polieren hat gut geklappt. Also so eine leichte Kratzer-Entfernpaste, wie man sie im Baumarkt kriegt. Und dann halt mit einer runden Scheibe, die du eigentlich zu Autopolieren nimmst oder was auch immer. Dentagard für den Biss. Ja, für ein bisschen Duft und so. Der 17. Die Nacht ist gerettet. Dankeschön und Pitbull Forever. Wup, wup. Mir geht's gut. Ready zum Flüssigmetall draufreiben. Und dann in jedem Monat, im monatlichen Abstand erneuern, weil es ins Kupfer reingeht. Nee. Simple. We keep it simple. Ulila, Hallöchen. Ich überlese jetzt viele, weil ich auch langsam in die Pötte kommen will, aber das ist so typisch. Heute hätte ich noch ein schönes Sponsoring am Start und es muss immer alles in die Hose gehen, wenn das am Start ist. Ich wusste es ja vorher schon. Kupfer saugt mehr, als du Bier säufst. So sieht es aus. Verduften Sie mal, ja. So ist das, ne? Ja, wir waren heute im Nachbarland unterwegs. Wir waren heute in Maastricht. Wunderschöne Stadt. Schöne Shoppingstadt. Und da habe ich geil geshoppt. So spontan haben wir noch einen Laden entdeckt in der letzten Rille, wo so ein Pikachu vor der Tür stand. Und da war ich da drin und dachte mir, nee, was ist denn hier los? Was ist denn da los? War ein gutes Geschäft, war ein schönes Geschäft. Ein schöner Kramladen, schönes Klimbim. Ich habe mir tatsächlich eine PlayStation 3 geholt. Es gab ja 2 Slim-Varianten. Nannte die sich die zweite Super Slim oder was? Die mit dieser hässlichen Schiebetür? Die habe ich. Mit Controller. Weil ich keine PlayStation 3 mehr hatte. Ich habe damals meine Slim vertickt, weil ich sie nur als Blu-ray-Player benutzt habe. Und jetzt habe ich da die Super Slim gesehen. Dann hatten die ein paar Wii-Spiele. Dann hatten die ein Xbox 360-Pad. Ich habe 3 Wii-Spiele gekauft.
diese Super Slim und das Xbox 360 Pad und ich habe bezahlt. Ratet mal. Schätzung. Geld. Ja, wobei in den Niederlanden das ja häufig so ist, dass die gar nicht das Eurozeichen dahinter setzen. Das sind einfach nur Ziffern dort. Das sind einfach nur Ziffern. Ja? Einfach nur Ziffern, die da stehen. Und dann weißt du nicht, wollen die jetzt Zwiebeln? Wollen die Kartoffeln? Wollen die Euros? Wollen die Zloty? Man weiß es nicht. Unter 50 Euro waren es tatsächlich. Also Mehmet war jetzt sehr nah dran. Die Super Slim für 30 Euro. Das Xbox 360 Pad, ein weißes Pad. In ganz gutem Zustand tatsächlich. Also noch nicht komplett abgenagte Joysticks. 7,50 Euro. Mit Batteriedeckel dabei. Und die Wii-Spiele waren Stück 3,50 Euro. Das waren jetzt ein paar Ubisoft-Games. Nothing special, aber zeig mal. Ja, wollte ich halt heute nicht. Heute habe ich eigentlich so andere Dinge. Niederlande ist noch ein Euro. Läuft noch alles wegen Ton. Das war nur Java. Java hat gesagt. Aufnehmen sollst du. Irgendwie sowas hat er gesagt, weiß ich auch nicht. Ja. Und die hatten auch ein Super Nintendo da. Also der schönste kleine Laden. Ich kann das nicht aussprechen. Die hatten auch ein Super Nintendo da mit Original Gamepad für einen Fuffi. Ich glaube, da hat das Netzteil gefehlt. Aber das ist kein Drama beim Super Nintendo. Das war auch nicht quietschgelb. Das sah gut aus. Ich habe unter den Deckel geguckt für den Erweiterungsschacht, ob man da die Kontakte sieht. Weil wäre geil, mal ein Single-Chip-Super Nintendo zu haben, weil ich habe nur Dual-Chip-Super Nintendos, weil das Single-Chip-Dual-Nintendo hat ein bisschen Super Nintendo hat ein bisschen ein besseres RGB-Signal. War aber ein Dual-Chip-Super Nintendo. Da habe ich kurz den Bersi gefragt, ob er Bock hat, aber er hatte keinen Bock. Also das liegt noch da. Das Super Nintendo liegt da noch. So ganz unten, einfach so. Sag mir, was ist hier los? 9 Volt AC oder DC? Ah, fragen Sie mich, was? AC und DC. Hauptsache. Weiß es nicht. Was willst du haben? Schwingeldeckel. 9 Volt, 1,3 Ampere. AC. AC-Adapter. Also da kannst du dir einfach so ein 15 Watt da, Bums, Faldera, fertig. Ja, Thunderstruck-Version. Firestarter, guten Tag. Ja, aber das habe ich nicht mitgenommen, weil ich horte ja nicht. Und Bersi hatte keinen Bedarf, also insofern, an den habe ich als erstes gedacht. Wie heißt der Laden? Das ist der kleinste Laden. Den Namen kann ich mir nicht merken. Irgendwas mit Winkelwagen. Ne, Winkelwahn. In kleinste Winkelwahn. Irgendwie so. Ich kann kein Holländisch. Nintendo 64 habe ich auch. Das wollte ich unbedingt mal umbauen. Zum Umbauen schicken. Zum Wolf oder so. Oder ich weiß nicht, ob der Rixfix das auch macht. Retro-Winkelgasse. Ich kann nachher mal bei einer Pause, wir müssen ja jetzt eine Pause machen. Kann ich da mal gleich nachgucken. Lass mal kurz gucken, ob wir hier erfolgreich die Wärmeleitpaste entfernt kriegen. Dann gebe ich euch sogar eine Website. Vielleicht haben wir sogar. Also die haben da alles. Plüsch-Genitalien, Traumfänger, Pokémon-Karten. Das war ein cooler Laden. Ich war schon ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie gefühlt keine Musikläden gesehen, nur Klamotten überall und Essen. Ist ja nicht schlimm, weil essen muss man ja, aber ja, Klamotten hat halt natürlich die Mädels gefreut, aber der Laden war dann cool, so als letzte Instanz. Wow, das ist einfach steinhart, das Zeug. Warum weißt du das schon wieder? Was denn bitte? Was weiß ich, dass Werbung kommt. Plüschgenitalien for the win. Ja, auf einem Tisch, auf einem Stuhl saß so ein männliches Plüsch.
Geh doch locker mit einer Stahlbürste weg. Ja, ich fürchte auch. Ich will halt nicht, dass die hier an der Kante uns ärgert. Die stört ja eigentlich nicht, solange sie nicht über die Kante steht. Ich muss nur aufpassen auf die Bauteile. Das ist so ein bisschen das Thema. Aber ich würde die halt gerne wieder aufbauen. Sehen, ob wir diesem Minenopfer hier ein bisschen was bescheren können. Ein neues Leben sozusagen. Ja? Aber jetzt passiert was. Okay, die eine Seite ist raus. Werbung beginnt in Kürze. Ja, ist eine RX-470, genau. Liebe Polaris, der Hype-Train-Erfolg ist erfolgt. Ich kann meine Hype-Truhe öffnen, ich flippe gleich aus. So, mal eine klitzekleine Pause. Isopropanol funktioniert nicht. Ja, doch, ist ja hier massiv drauf. Ja. 11 Abos in der Round gehauen. Vielen Dank, Ronny Gollisch, für den Raid. So, also ich mache ausnahmsweise weiter. Jetzt kommt wahrscheinlich bei dem einen oder anderen eine Werbung. Ich piddel hier eh nur dran rum. Aber ich schaue auch gleich nach dem Laden. So, was habt ihr getrieben? Danke euch für den Raid. Servus. Ah, sehr gut. Ja, da trennt sich doch die harte Wärmeleitpaste vom Silizium. Weltklasse. Tut, tut. Besser Waschbenzin. So. Auch der Herr Isoprop hat seinen Job gemacht. Und war erfolgreich. Wie Zahnstein, ja. Komische Paste. Naja, das ist halt 3 Jahre Dauerbetrieb in der Mine. Ohne Entstaubung. Wärmeleitbeton. Ja. Das ist 3 Jahre Minenarbeit. Dann entstehen solche Kanten. Ihr habt was gezockt. Sehr gut. Und was, wenn ich fragen darf, auch wenn mir der Titel zu 99% nichts sagt. Porzellan. Porzellan. Ja, sorry, hattest Werbung, habe ich den Leuten auch schon gesagt. Ich habe halt nur die Wärmeleitpaste hier losgefummelt, weil jetzt gerade der Werbebeginn einherging mit dem Raid. Und dann wollte ich jetzt nicht sagen, hey yo, ihr lieben Zuschauer vom Ronny, die ihr rübergekommen seid, wir machen jetzt mal kurz eine Pause. Schön, dass ihr mitgekommen seid. Dann gehen nämlich sowieso alle sofort weg. Darum dachte ich mir, nein. Wir machen einfach weiter, haben das Ding weiter getränkt in Isoprop und jetzt sind die Ränder weg hier. Was ist das für ein Spray? Isopropylalkohol, 99%ig. TCG Card Shop Simulator. Alright. Wie schon befürchtet, sagt mir das nichts. Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hier ist noch eine kleine Ecke hier. Jetzt ist sie weg. Weil sonst achte ich darauf, wenn eine Werbung kommt, dann nutzen wir das alle für eine Pipi-Pause und zischen durch die Gegend. Und dann ab dafür. Was ist das für ein süßer Chip? Das ist eine schöne Arm die Polaris, der RX470. 8 GB Bildspeicher. Ein Minenopfer. Der musste hart Ethereum schürfen. Kann er heute nicht mehr. Heute hat er jetzt, mittlerweile hat er Rücken. Da klappt das nicht mehr mit dem Ethereum so richtig. Und darum wollen wir ihn für andere Computing-Aufgaben wiederbeleben. Und das haben wir gemacht. Und viel geputzt, weil das nicht nur in der Mine war, sondern das war auch noch richtig staubig da unten. Richtig rauchig. Also der Pinsel erzählt eigentlich auch schon eine entsprechende Geschichte. Wo sieht man, was der schürfen musste? Ja, das ist halt, wenn die Rücken haben, nicht mehr können, dann ist das meistens der Ethereum gewesen, der Böse.
Ja. Ja, mit einem Stromanschluss. War eigentlich ein bisschen unter der Spezifikation. Hätte eigentlich zwei gebraucht. Zumindest. Ja gut, wenigstens hat er einen 8-Pin, ne? So, ich könnte jetzt nonstop putzen, weil man halt überall noch irgendwie was sieht. Und hallo an alle Cheer 100 Radio Ho. Immer und überall sieht man irgendwo was. Tief in der Mine. Kannst du mich auch mit Isapruppe neu einspielen? Du hast Rücken. Red Pirate? Moment mal. Müssen wir eben improvisieren. Wo bist du? Was haben wir hier? Mach dich mal oben rum frei. Komm mal ran. Mach dich mal oben rum frei. Wir machen das jetzt. So. Jetzt hier. Ja. Nochmal drehen um 50 Grad. So, hervorragend. Ich hoffe, jetzt ist es besser, ja? Wunderbar. Haben wir gut gemacht. Meine Augen. Oh, geil. Das scheint zu wirken, vorne in die Sicht. Da ist noch so ein Fropfen. Ein Fropfen Teer. Ich habe das Ding schon gebadet in Isoprop und was weiß ich nicht was. Ja, das ist jetzt mehr für den inneren Monk, aber das komplett Lupen reinkriegen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, mir ein entsprechend großes Ultraschallbecken zu holen, wo ich auch Mainbots drin versenken kann. Und wüsste auch schon, wo ich es hinstelle. Einfach in den Keller auf den Trockner. Aber ja, ist auch nicht so ganz billig in der Größe. I forgot something. So, die neue Nummer von Vendrin ist fantastisch. Ich wollte mich eigentlich voll eingestimmt, voll den Drive mitnehmen von dem Lied. Und was war? Encoding-Fehler. Mi. Haben wir Zahnstocher? Frage für einen Freund. Ich glaube, der Geschirrspüler kriegt das auch nicht gemanagt, das rauszukehren. Da müssen ja keine EATX-Platinen drin versenkt werden, aber sowas, so als Option, ne? Ich meine, wir sind ja auch Brillenträger unter anderem hier im Haushalt und dann kann man das ja auch gut dafür mal verwenden. Aber das ist dann, wir haben ja noch zwei Minenopfer, die sehr ähnlich aussehen wahrscheinlich. Beziehungsweise wahrscheinlich genau so aussehen. Cracky Reinigungsnacht. Ja, eigentlich nicht. Ich brauche Zahnstocher für Felix und zugenäht. Ich bin gleich wieder da. Ich habe euch ja auch den Namen des Ladens versprochen. So, meine Ladies and Gentlemen. Weiter geht's mit der Grafikkarte. Die wir ja eingangs gelabert haben wie die wilde Wurz. Und wir herausgefunden haben, dass der Laden der löchste Winkelwahn heißt und ich Kram gekauft habe. Kram. Der löchste Winkel war in NL. Ich hab Kram gekauft. Der wilde Wurz labert, ja. Wo ist hier? Es ist so, es ist typisch. Es ist typisch. Vielleicht beim Husten, ne? Als ich weggegangen bin, um. Wo bin ich denn hingegangen? Was habe ich gemacht? Bin irgendwo hingegangen. Als ich den Zahnstocher gesucht habe. Ja, wir haben ein bisschen rumgestochert auf der Grafikkarte. Nicht wirklich der Rede wert. So, ich wollte mal versuchen zu rollen. Ich habe es ja bisher, habe ich mich dagegen gesträubt bei dem Zeug hier. Und das ist halt schon wie so ein Teig mit zu viel Wasser. Guck. Das ist halt keine Hardware-Liebe. Seht ihr? Das ist keine Hardware-Liebe. Leider nicht. Gottes Willen, jetzt habe ich den Salat. Ison, es geht nicht. So viel Geld!
Die Hardware-Strafe. Da, 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 da. Nice try, buddy. Ich wusste es doch eigentlich schon. Aber ich habe gedacht, probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Da sind die Putti-Hater schon wieder vor der Tür. Sie mögen das Gefummel nicht. Dann sprühe ich ihnen ISO ins Gesicht. Und schon haben sie keinen Rücken mehr. Hi, Balu. Was ist, wenn du die in den Kühlschrank packst? Zukunftskrecki. Wird sich das merken? Keine Ahnung. Ja, die Konsistenz von dem Zeug ist schon kacke. Kann man nicht anders sagen. Ich denke mal, ein bisschen was brummer hier noch, ne? Ist schon relativ dick. Aber hier oben in die Ecke muss noch was. Ja, kann man dann Cremes rollen? Das ist halt die Frage. Das Schöne an dem Zeug ist ja, dass wirklich nur anhand des Anpressdrucks ja, also das schont halt die Hardware, ne? Das ist halt kein direkter Druck dann, den man eventuell auf die Platine ausübt oder auf die Komponenten, die damit in Kontakt kommen. Weil das halt wirklich nur so viel Kontakt herstellt, wie halt auch dann notwendig ist. Wenn man versucht zu verstehen, was ich versuche zu sagen, landet man beim Dude für den Frieden. Ansonsten zeigt uns die Spannungswandlung schon den Stinkefinger. So. Ich glaube, das ist okay für die Spannungswandler. So. Ja, RAM-Riegel mache ich aber lieber auf der Platine. Weil das jetzt hier für die Spannungswandler, das war, fand ich okay. Aber jetzt hier dann großflächig da Häufchen zu machen, dann mache ich das lieber, bei den RAM-Riegeln direkt drauf. Insofern er mich das machen lässt. Der Winkel noch, das L. Das hier oben, ne? Ja, danke. Warum nimmst du nicht Lightpads von Grizzly? Weil ich nicht. Weil ich lieber das Zeug hier verwende, als jetzt die richtigen Paddicken rauszusuchen und dann zurechtzuschneiden und dann Folien abzufummeln. Für eine Grafikkarte, die im Gebrauchtmarkt vielleicht noch ein Fuffi wert ist, wenn überhaupt. So. Da, 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 da. Größeren Spritze drauf machen.
Ja, aber ich glaube, dann hält's nicht. Ich glaube, das braucht schon diesen leichten Hallo-Anpressdruck. Diesen leichten Hallo-Wach-Moment hier. Aber Spritze ist gut, dass du das sagst. Irgendwo hatte ich jetzt mal eine gesehen, aber wo? Verdammt. Und danke für den Follow. Hallo, alles, alles. Oh Gott, ich hab verloren. Ich hab was vom Löffel verloren. Ich hab den Löffel abgegeben. Wer war das? Dankeschön. Danke, danke. Ey, da sollte nichts landen. Das war auf jeden Fall gerade so ein forgot something Moment. Wie die Winkelkatze im Wald. So. Wie kriegen wir denn da noch was hin? Zweiter Löffel muss her. Das ist echt eine miese Charge erwischt. Das weiß ich nicht. Hat das sonst schon jemand gekauft? So. So, Duallöffel. Hahaha. Wir machen Häufchen. Auf die RAM-Module. Das ist die RX470, die in der Mine schuften musste. Löffel LSI. Ja, dual. Können wir hier den Fokus deaktivieren? So. So viel brauchen wir da nicht. Hat schon ein bisschen was so von so Alien-Masse. Die Viecher, die den Bersi da angesprungen haben bei, wie hieß das Ding da? Callisto-Protokoll. Der Graf, Hallöchen. Ein wunderschönen. Dicke auch gut aus. Weiter geht's. Die Pads waren halt auch sehr hart. Weil die waren auch etwas lebendiger als die Wärmeleitpaste auf der GPU selbst. Weil die hier war halt wirklich nur noch Beton. Aber die waren halt auch siffig, ne? Also die haben ja auch viel dann von dem Nikotin an den Seiten gehalten und so weiter. Ja, die ist halt auch sehr, sehr babbig. Also das Thermal Putty Hardware-Liebe, was der Setup vertreibt, das Blaue davon, ich kenne das Grüne nicht, das ist halt echt wie eine Knetmasse. Das kannst du halt einfach zwischen den Fingern rollen. Und dann machst du eben eine kleine Wurst oder einen kleinen Ball. Und dann legst du den kurz drauf, drückst den ein bisschen an. Und den Rest macht der Kühler. Aber hier musst du dann halt schon eher so ein bisschen schleimig das zurecht bappen. Aber das war's, oder? Das wird es gewesen sein. Nehme ich mal an. Mama, keine Wurst.
Wie Kaugummi. Ja, schon so ein bisschen, ne? Aber guck mal. Geht doch ganz gut. Ja, die Mitte, da kommt natürlich Wärmeleitpaste zum Einsatz. Das ist ja klar. Da oben ist, hier oben wird ja kein Kontakt sein. Ich will nicht vorstellen, dass da irgendwas ist. Ja, sicher hätte man sparsamer dekorieren können, aber lieber zu viel als zu wenig. Also, alle Sparwas abgedeckt. Ja. Da muss man halt mal gucken, ob das genug ist. Aber da kann man ja auch einfach mal die Probe aufs Exempel machen. Wir lassen jetzt die Wärmeleitpaste auf der GPU erstmal weg. Und können einmal die Spannungswandler verschrauben, weil beim RAM bin ich zuversichtlich, das passt auf jeden Fall. Aber dann verschrauben wir einmal Spannungswandler. Und dann sehen wir ja, ob wir überall Kontakt hatten. Und dann schieben wir die Masse nochmal ein bisschen zusammen auf dem Kühlkörper. Weil hinter den Spannungswandlern sind halt zwei Schrauben zum Fixieren. Ich versuche hier zu retten, was zu retten ist. So. Oh, meine Hand schwitzt schon. So, okay, komm, dann machen wir das so. Must be on the butter bridge. So. Gut, dann gucken wir mal ins Schraubentütchen. Ich glaube, die beiden etwas längeren mit der Feder waren die für die Spannungswandler. Dann haben wir, obwohl, nee, kürzere mit Feder. Lange Feder, lange Feder. So, okay. Die schwarzen mit kurzer Feder, die waren wohl die für die Spannungswandler. Die anderen großen für die Backplate. So. Chat hört wieder nicht zu. Achso, weil ich Wärmeleitpaste vergessen habe oder was? Ne, ist halt leider so. Ist halt schwierig manchmal. Manchmal schwierig zuzuhören. Ich kontrolliere erstmal, ob ich an den Spannungswandlern einen Kontakt erreiche. An allen Stellen. Das kontrolliere ich jetzt einmal kurz. Weil ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. Wie bitte? Spannungswandler! Umwandeln! Sehr heiß! Dinger! Übertragung wichtig! Kontrolle macht besser als... Vielen Dank für den Follow! Hi Bingi! Macht bzzz, 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 bzzz. Genau. So. So. Würde sagen, jawohl. Kontakt erfolgreich.
Wobei da... Da ist ein bisschen blank. Also RAM ist easy. Ist überhaupt kein Stress. Alles cool. Da ist ein bisschen blank. So, zwischen den Modulen ist doch eigentlich ein bisschen Platz, ne? Blank wie dein Portemonnaie. Bananarama Man, yeah, danke fürs Abo. Mein Gott, da immer diese Bewegung im Schrank, wenn hier Autos vorbeifahren, das ist schon unheimlich. Die da so entstehen. Vielen Dank! Bestimmt schon x-mal gefragt worden, warum passt du und keine Pads? Der Einfachheit halber. Und um nicht Gefahr zu laufen, dass man eine falsche Dicke erwischt und nachher hast du den Salat. Ich denke mal, so ist okay. Portemonnaie. Das ist ein Schluck Wasser hier. Hi Panda. Na, also einfach dieses Thermal-Putty-Material übt ja keinen Druck auf die Platine aus. Sondern halt einfach nur so viel, wie durchs Festschrauben der Komponenten kommt. Ich bin auf Filterwasser umgestiegen. Ja, zu 95%, sagen wir mal so. Wärmeleitpaste. Bestseller for forever. Hurra! War gerade eine Disco vorbeigefahren. Ja. Fertig mit dem Vorglühen, ab in die Disse. Früher nie gemacht. Wir waren immer dann da, wenn das Ding aufgemacht hat, wenn auch die guten Songs gespielt wurden. Das ist Thermal Putty, das sind Wärmeleitpads in semiflüssig, ja. Wenn du so willst. Wo war der Lappen? Der Lappen! Lappen haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Reisen heutzutage ist mit Vorglühen sehr verständlich. Ja, aber das war auch schon vor 15 Jahren. Ich gehe halt auch nicht in eine Disse, um mich zu besaufen. Ich gehe in eine Disse, um zu tanzen und Spaß zu haben. Warum ist links oben auf der Phase nichts drauf? Kommt da der Kühlerboden nicht hin? Hier? Nee. Da kommt nichts hin. Da ist nichts. Auf der Seite ist nichts. Ist eine Aussparung hier. Und theoretisch könnte ich hier so ein altes Wärmeleitpad drauflegen oder sowas.
langt wahrscheinlich die Luft an der Stelle, ja. Denke ich auch mal. Da war auch ursprünglich nichts drauf, also. Putti ist am PCI-Anschluss. Oh mein Gott! Das sind Sparwandler, ja. Danke, ich bin Andi! Du Scheiße! Stelle sich das vor. Ich hätte das sonst noch wo reingeschmiert. Was ist das für eine Karte? Das ist die Karte von vor 2 Wochen. Das Minenopfer. Ich hatte halt beim intensiven Putzen morgens früh ist es dann passiert, was passieren musste. Ich habe einen der Grafikkartenlüfter zerstört. Und dann musste ich bei AliExpress tätig werden. Und hab bestellt. Das ist fast zu wenig Paste, gell? Das ist wild. So, blank. Natürlich ist nicht zu wenig, aber... Was ist mit den Ecken vom Chip? Die Ecken vom Chip sind gar nicht so gesprächig. Dann habe ich mir noch den... Kühler versaut mit Essig. Viel zu viel. Ja, und da drückt sich auch nichts zur Seite raus. Der Chip wird gleich implodieren. So, und bitteschön. Dun, 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 dun. Vertrauen Sie mir. Ja, wird gleiches FSK 18 Content. Muss man aufpassen. Wird gleich gefährlich. Hi Eicher, grüß dich. Good evening. RX470, wenn du richtig... Nee, RX470. Das ist was anderes. Ein guter alter Polaris-Chip. Ja, es wäre spannend. Das stimmt schon, ja. Kommt jetzt der Band? Oder täuscht der nur? Weil der Kühler generell ein bisschen schief drauf sitzt. In der falschen Reihenfolge festgezogen oder was? Eigentlich nicht. Soweit ich weiß, war auch die Backplate einfach mit als erstes zu entfernen, ne? Beziehungsweise die Backplate war mit dem Kühler verschraubt, ne? Das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die 5 langen hier, die in den Kühlerrahmen gehen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Okay. Gut, dann müssen wir nur den Kühlerrahmen jetzt erstmal wieder herstellen. Was natürlich ein Träumchen ist. Das
die Pads mehr Gegendruck bei den VRMs bieten. Das kann sein, ja. Aber die Platine ist gerade. Das ist einfach nur der Kühler, der jetzt ein bisschen schräg sitzt, ne? Schwer auszumachen. Werden wir sehen. Pullifleck am Kühler. Oh nein! Pulli-Sauerei mal wieder. Ah, es gibt schöne Hate-Kommentare. So, super. Feed me, come on. You can do it. Gut, jetzt müssen wir eruieren. Wie das hier ging, wie war das? Der Sephira-Schriftzug war da oben. So war der Käse dann da drauf. Aber wir müssen natürlich die Kabellage machen. Das wird jetzt schönes Gefummel. So. Genau, das war ein Modul, wo die Lüfter drankommen. Wo der Lüfter drankommt an sich. Und da hinten wird eingesteckt. Also war das Modul wahrscheinlich hier vorne dann. Klick, klack. Ich musste das halt ganz auseinandernehmen, weil so versifft. Pfui! Ich hab den Kühler dann auch nochmal in Dingens gebadet. Ja, die Schrauben haben das Kabel gehalten. Stimmt, ich erinnere mich. KitGo, WP-Content. So cracky. Ah, Weltklasse, Dankeschön. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. I'm on the right way, I guess. Ja, die haben halt hier noch so ein Ding jetzt drüber gemacht. Der Weg ist das Ziel. Fragnator! Danke dir, Fragnator! Weltklasse. Ich muss mal einen Blick auf die Werbeunterbrechung haben. Wir ja keinen Ärgern hier. Zip. Wir haben noch 10 Minütchen. Das ist doch Weltklasse. So. Ich würde da einfach mal Isoband drüber machen wollen. Wenn es mich den jetzt anspringt. Iso. So, Tesa. Irgendwas anderes, was gut klebt. Von deinem Putti geschickt. Wunderbar. Denke ich immer, dass deine Kopfhörer kaputt sind, weil du Mikrofon auf Stereo laufen hast. Ja. Fass ich mal als Lob auf. Hi, Mr. Floppy. Ja, ich brauche ja trotzdem das Bild. Muss ich ja hier wieder rüber switchen. Erst immer. Multitasking. Ach ja, das Leuchtpanel muss auch noch rein. So. Dann haben wir das kurze Ding hier, genau. Das kurze Ding wird da eingesteckt. Hi, Mr. Floppy. Ja, sicher das.
So, holprigeren Streamstart hätte ich mir heute nicht vorstellen können. Aber ich bin grob motiviert. Ich hoffe, ihr auch. Viel Kaffee getrunken. Ich noch gar keinen. Skandal! Da stimmt ja auch keine Milch. Skandal, Skandal. Dann weiß ich, was ich in der Werbepause mache. Philgo Pro, ja moin. Den ganzen Backutensilien habe ich jetzt Hunger auf was Süßes. Geh auf Waffeln, Apfelmus suche. Weltklasse. Bisschen Angst, aber jetzt ist es eingerastet. Wie man da drücken muss. Das ist ja die Kontaktfläche für den Lüfter. Quasi. Und Cyber Styler. Dankeschön. Werbepause, gleich Kaffeepause. Milchbesorgungspause. Hey, Anderbuchse. Moin. Bisschen zu viel. Ein Mühchen zu viel. Hing. Come on. So. Knister, knister, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? So. Very nice. Ich hatte auch hier Gesichtscreme. Aus anderen Gründen. So, wo ist das Leuchtpanel? Hier. Und das Leuchtpanel war auch nur reingesetzt, oder was? Mann, das sieht aus. Was mit einer Schraube gesichert? Werbung wird präsentiert vom Kaffeehaag. Ja, da sind Schrauben hinter, ne, glaube ich. Zwei Stück. Ich glaube, die haben was damit zu tun. Ach, ein Connector ist hier noch. Teer. Teer und Federn, ey. Lucky Luke auf Holländisch. Fanden wir auch gut. Die Titel, die anders sind auf Holländisch, ist auch witzig. Titelbilder ja all gleich. Wir haben alle Comics. Ich glaube, jetzt Ende Oktober sollte auch ein neuer rauskommen. Ich glaube, es ist dann Band 103 oder so. Sehr empfehlenswert ist die Hommage bei den Lucky Luke Comics von dem einen Deutschen da. Mit dem Fahrrad. Die ist fantastisch. Sehr empfehlenswert. So, wie geht das? Irgendwie so eingesperrt hier. Ein Stück vor. Jetzt runter. Jetzt runter. Achtung, Achtung. Guten Abend, Bori. Moin. Tada! Have a look at this business. Super Mario Wonder auf Niederländisch auch lustig, okay. Hooray! Reconstruction. Construction complete. Und die Schrauben waren einfach nur da drin? Oder was haben die Schrauben da zu suchen? Wo ist das Bild? Da sind die Schrauben auch noch drin, ne? Ja. Die sind halt einfach da. Und so Alibi-Schrauben, damit das nicht raushüpfen kann oder so. Weil das ist ja eigentlich nur, ist quasi nur reingesteckt. Der Bori, danke schön für den Resub. Weltklasse. Dankeschön. So. Komm mal, Kid Guru. Kiri, Kiri, Kiri. So. Gehört die Anti-Aging-Creme von Uschi Glas, soll sich gut dafür eignen. Achso. Ja. Wäre doch mal. Aber jetzt, da ist Bewegung drin. Das verstehe ich nicht.
War da noch ein Pad hinter oder irgendwie sowas? Das war hier hinter, ne? Das muss dahinter geschraubt werden. Ah, wir haben das Bauteil gefunden, was fehlt. Das ist der Holder, Texas Hold'em. Hier, das Ding kommt dahinter. Tetris, ja. Raucherkarte Teil 2. Ja, die AliExpress-Lüfter sind da. Sollen wir schwarze oder transparente verbauen? Ich glaube, transparente sind ja eigentlich eher geil für die ganz dicke. Wenn wir die in 3 Jahren dann mal frisch machen. Aber ich bin für alles offen. So, zip. Jetzt brauchen wir die Lüfter. Also, das hier wäre Transparentovic. Vermutlich auch in irgendeiner Farbe beleuchtet. Ich glaube blau. Kann aber auch rot sein. Oder halt Schwarz. Weil du darfst ja nur 2 Stück. Du darfst ja nur 2 Stück zu 99 Cent bestellen. Der Rest kostet dann 85 Euro ungefähr. Oder grün. Transparente. Meint ihr? Aber der Kühlkörper sieht doch scheiße aus. Wir nehmen die schwarzen. Ich überstimme euch da jetzt mal ganz frei. Der Kühlkörper, den habe ich ja so misshandelt. Wir nehmen die schwarzen. Was ganz spannend ist, hier die Kontaktflächen, die sehen nicht so gut aus. Nicht kaputt drücken, Cracky. Ja, und vielleicht sind von den anderen Karten ja auch noch Lüfter in Ordnung, weil ich habe jetzt auch noch 4 Lüfter bestellt. Das wären ja theoretisch 6, die wir bräuchten vielleicht. Wo wird denn das von oben reingesteckt, oder was? Ist der noch ein Stück runter? Ne, das war's schon. Schwarz macht schlank. Ja. Endlich einer, der mich versteht. Tada! Ja, das ist halt hier die Spannungsversorgung, ne? Und dann. Da so angesetzt. Und dann runter. Und dann eine Schraube sichert die. Schon cool. Komm, gib mir einen Gewindeanfang, bitte. Ne, schade. Na dann rein. So, okay. Nice. So, liebe Leute, wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung, bevor wir das hier fertig verschrauben. Ich befreie mal meine Hände von Firmel Putti und überhaupt. Und Kaffee. Besorgt euch Kaffee. Oder sonstige schöne Dinge, die man sich so gönnen kann. So, 3 Minuten lange Werbung schalten. Ich wollte klicken, aber jetzt war Twitch schneller als ich. Also, wir machen kurze Werbung. Bis gleich. So, endlich Kaffee besorgt. Geht der Monitor da an? Na gut. Ein YouTube-Link zu dem Track. Wenn man bei Dovidas Kanalmitglied ist und auf seinem Discord ist, dann gibt es ein Verzeichnis mit den vergangenen Quarantäne-Livestreams aus dem Jahr 2020. Und da hat er diesen Knight Rider-Mix gespielt. Das gibt es leider nicht als frei erhältliches Video. Als es früher immer die Dauerpausen gab. Ja, da gab es oft die Gelegenheit, irgendwie das Kassettenradio laufen zu lassen oder so.
So, meine Freunde. Voll Nitro, wie du abgehst. Ist da eigentlich Folie drauf? Sind die so neu? Nee, ne? Hey, nicht. Warum macht der ein Tickgeräusch? Okay, machen beide Tickgeräusch. Nicht runterdrücken. Nichts mehr machen. Gut. Gönn dir, Dankeschön. Hafermilch. Ja. Der Kaffee zum Beißen. So, dann hier mal rein. Hat jetzt nichts anderes, okay? Aber ich mag's eigentlich. Find's nicht schlecht. Ich variiere da gerne. Ich hole mal dies, hole mal das. Schütte auch mal Blut in den Kaffee. Kriegst auch tolle YouTube-Kommentare. Wirst du von denen gesponsert? Ja, sicher. Genau, Caro. Einfach Caro. Vorsicht, Intel Inside. Ja. Die haben echt bei der ARC haben die irgendwie HDMI geupdatet, Firmware, und die Karte selber firmwaremäßig geupdatet. Das heißt ja normal Never Touch a Running System, ne? Ist ja beim Streaming-System eigentlich auch so. Und dass der Encoder mal abgestürzt ist, ist vielleicht bis vergangene Mittwoch 2 oder 3 Mal passiert. Aber halt wirklich selten, ne? Ist wirklich selten passiert. Und aber jetzt wollte er ja gar nicht starten. Konnte ich ja machen, was ich wollte. Den Ravioli-Stream wollte, also die Aufzeichnung von dem Ravioli-Stream wollte der Encoder einfach nicht abfahren. Beziehungsweise er konnte es nicht. So. Ich suche die 5 Öffnungen. 1, 2, 3, 4 und 5. Okay, gut. Pepsi Man, einen wunderschönen guten Abend. Kennt ihr das, wenn Lüfter mit einem Knicken. Fünf Öffnungen für ein Halleluja. Richtig. So, wieder Fenster sortieren, dass wir die Übersicht haben. Reset-Button oder was? Das ist der LED-Mode-Switch. Let on, let op, Drempels. Let on, let out. Lead in, lead out. Wer kennt das noch? Da kannst du die Beleuchtung an- und ausschalten. So. Drum and Bass. I'm gonna say Drum and Bass, really Jungle, I'm afraid. Buffer Underrun Error, ja. Also diese, das sind schon, das also diese Quiz-Sendung, wo die Antwort einfach hundertprozentig sein muss, wo nicht mal irgendwie ein Artikel dabei erlaubt ist oder so, der da nicht hingehört. Gab's ja, glaube ich, auch bei dieser Musikshow, die sie nochmal neu aufgelebt haben. Da musste ja alles, da durfte ja bei Musiktitel, wenn dann The war, was da aber nicht auf dem Album drauf stand, dann war das falsch, die Antwort und so. Das sind schon fiese Möps, solche Sendungen. Also. Mini-Playback-Show. Nee, nicht ganz so lange her. Guten Abend, Peter. Hat die A750 auch so einen Switch? Für die LED? Nee. Von ASRock oder was? Die leuchtet doch gar nicht, oder? Die Intel leuchtet, ne? Ich weiß nicht, ob's. Ne, hast du Töne? War's? Ich glaube, das wurde von dem moderiert, der auch die Höhle der Löwen moderiert. Sieht alles ein bisschen wild aus. Aber wild ist gut, ne? Man darf nicht zu genau hinsehen. Aber ich glaube, ich habe sie wieder zusammen. Wird mal Zeit für einen kleinen Akkuschrauber. Ja, die kleinen Gewinde, die halten richtig viel aus. Eher nicht. Ob sie funktioniert, werden wir später sehen müssen. Wir haben vorher noch was anderes zu tun. Wir werden es aber später herausfinden, okay?
Wir müssen vorher noch was anderes. Wir müssen vorher noch eine CPU retten. Dann schauen wir uns noch ein Mainboard. Gucken wir uns an, weil viele Dinge passiert. Die sehen Sie dann in einer anderen Aufzeichnung. Ist das ein Cliffhanger? Das ist kein Cliffhanger für die YouTube-Zuschauer, denn die kriegen jetzt einen Schnitt zum Test. So, eine kleine Odyssee später ist es tatsächlich so weit gekommen, dass wir die Grafikkarte auf einem Testsystem haben mit einer reparierten CPU, mit gespendeten RAM, mit einer gespendeten NVMe. Bisher ist sie lauwarm. Wir hoffen mal, dass sie hält. Wir lassen uns überraschen, liebe Zuschauer da draußen, wenn wir hier jetzt in Fragpunk reinzocken. Ein neuer 5 gegen 5 Shooter mit einem besonderen Twist, denn es gibt so Karten, die zu jedem Rundenanfang irgendwie ausgewürfelt werden und irgendwas Besonderes machen. Wir lassen uns überraschen. Herren der Dinge, die da kommen mögen. Sie hören den Lüfter. Wir starten das Spiel. Wir werfen dabei natürlich einen geschulten Blick zusätzlich auf die Grafikkarte, was die denn so treibt, was die denn so macht. Und unterhalten uns gerne darüber. So, wo sind wir denn hier? Da sind wir. Wird gestartet. Ja, wir warten auch darauf, dass das Spiel startet. Will das Spiel irgendwas von mir? Erstmal Anti-Cheat. Erstmal sicher gehen, dass ich nicht cheate. Kann ich verstehen. Bin ja auch ein anerkannter Pro-Gamer. Der des Öfteren... Nein, eigentlich nicht. So, es ist auf jeden Fall kostenfrei. So ein Free-to-Play 5 gegen 5 Tactical Hero Shooter. Also so like Valorant vielleicht. Wobei ich Valorant nie gespielt habe. Hallo Lisa. Hi Nick. Bad Guitar Studio. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, Leute. Mal hier gucken, dass ich hier die Übersicht bewahre. Hate rules, change them. Use this. Make your own rules. World Flip. Die Map auf den Kopf drehen. Kettenreaktion, okay. Big Head, ja. Big Head Mod. Oh! Kannst du etwas Gras wachsen lassen. Da kannst du einfach den Kopf wegballern. Weltklasse. Okay, Language Deutsch ist okay. Qualitätseinstellungen Mittel. Ich würde auch einfach mal bei Mittel bleiben. Mit dieser Grafikkarte jetzt pauschal. Bestätigen. So, bitte kurzes Feedback, was Lautstärke angeht. Let's read the Euler. Geschlossener Beta ist jetzt vom 10. bis zum 21. Oktober. Wir sind dabei. Mal gucken, ob noch jemand spielt. Aber es gibt wohl auch ein Tutorial, das wir uns auf jeden Fall angucken werden. Everything has rules. But what if you could change the rules? Glue Knight. Everything starts with it. It showed up in the world, then smashed it into shards. Now it powers the city and its people. Dankeschön. It gives Lancers. Das Game hat Settingsvorschläge gemacht, ja, das hat den Mittel reingehauen. So they go out to find it and fight over it every day. But it also lets us change the rules. Glue Knight can change the rules of reality itself. And cards made of Glue Knight put that power right in your hands.
Okay, es gibt also irgendein Zeug, das irgendwie magische Kräfte hat. But for Lancers, it's incredible. So get out there and grab some cards, okay? As for tomorrow, who knows? Alright. Let's start with something easy. Take a few steps forward. Baby steps. Folgende W-Punkt. Linke Shift ist Sprinten. 200 FPS. Ich möchte gerne den Kundendienst anrufen und auf hohe Details erhöhen. Video. DirectX 11 oder DirectX 12. Oh, wir können auf 12 umschalten. DirectX 11 ist eine stabilere und weit verbreitete Rendering-Hardware. DirectX 12 ist eine neue, die fortschrittliche Rendering mit Raytracing bietet. Aber es hat auch höhere Hardware-Performance mit mehr als 8 GB Videospeicher. Okay. Wir haben nur 8 GB Bildspeicher. Also bleiben wir bei DX11. Ja, Strahlenverfolgung können wir natürlich nicht machen. Raytracing sollte theoretisch nicht gehen. Mit der Grafikkarte. Wollen wir jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren. Aber trotzdem Qualitätsvoreinstellungen vielleicht auf hoch. Wir probieren es. Wir sollen vorwärts gehen. Das können wir hin. Guck mal, immer noch 140 FPS. Einmal ducken, einmal springen. Oh. Now go grab your favorite gun. Okay, let's shoot something. Nice. Maybe this isn't your first time. You just leveled up. Oh, please no. Sorry, forget I said that. You did great. Feels good. Mach noch höher. Nee, nee, nee. Komm, wir bleiben aber hoch. Ist ja nur eine RX470. Aber sie brennt noch nicht. Sie ist bei 72 Grad, das ist okay. It's not all about shooting though. Each Lancer has unique skills. Try one out. Okay, ich habe einen Skill, den ich mit Q auslösen kann. Goddards Rache. This is page 157. Goddard's Vengeance. It's an area of effect attack. Okay. Oh, they're trying to dodge. I bet you get them anyway. Ah, so ein Rackwerfer am Start. Do you want to try some of the other Lancers? Each of them has their own special skill. Lass uns Fähigkeiten testen. Tippe, wir bedienen bereit, um fortzufahren. Ja, okay. Click on the Lancer list. Each Lancer has at least 3 skills. You can view the skill descriptions here. Okay, jeder hat 3 Skills. Schulter, abgefeuerte Rakete, explosiven Schaden verursacht. Haben wir gerade gesehen. Alrighty. So, once you've selected a Lancer, click the next button or the weapon slot to choose a weapon. Gut, Nitro. Oder Petholien. Sieht geil aus, ne? Ist ja auch der erste ran. Putti muss sie erst ein bisschen verteilen. Ja, in der Tat. Ich finde sie gut, weil wir waren ja heute in Holland, also passt irgendwie. Emotionale Rettung. Moment, hier kann man sich die Skills angucken. Die haben ja 3 Skills. Und hier unten können wir die Waffe dann auswählen. Hier ist die Weaponliste. Feel free to choose your favorite weapons. If you're not sure, try out an assault rifle or a submachine. Clicking the Lancer slot allows. If you've. Wir nehmen mal dieses Sturmgewehr. Und Pistole, kalte Schulter, Blaster, Flasher. Diese modulare Standardseitenwaffe eignet sich für Herausforderungen auf dem Schlachtfeld und allen Mini-Blitzgeschosse. Mini-Granaten. Kann man halt dann auch so Stats entsprechen. Das ist natürlich meine Visage davor, ne? Moment. Szene. Oh. So. So ist besser.
Das sieht aus wie eine Diegel. So. Okay, now let's try out some combat. Let's see how long it takes you to kill these bots. Ich habe irgendwas mit Kuh geworfen. Okay, ich muss rechte Maustaste standardmäßig gedrückt halten. Was haben wir denn? Q, E und T. Oh, die hat so Fungus. Sehr bunt. Ah, und da können wir eine Wand machen. Great. Wanna try again? I can make that happen for you. When you feel like it, head to the target site for a real battle. Bisschen UT-mäßig. Hat ein bisschen UT? Weiß nicht, was das für eine Engine ist. Time for a real battle. Show us what you've got. Oh, pauschal? This kind of match is a shard clash. It's one of the most common matches. Das kommt von, wie heißen die? Bad Guitar oder wie hießen die? Wie ist das Studio? Moment. Bad Guitar Studio. Weiß nicht, was sie bisher gemacht haben. Das ist das Erstlingswerk anscheinend. Die Teams geben Kartenpunkte aus, um Splitterkarten zu erhalten und kämpfen als Angreifer oder Verteidiger um Zielorte, okay? There are supposed to be multiple rounds, but we're just gonna do one this time. Okay, nur angreifen. Know why it's called Shard Clash? Shard Card. Splitterkarten. So. Setze einen Kampfroboter für dein Team ein. Entdecke Feinde in der Nähe, nachdem du den Konverter installiert hast. Heilender Schuss. Schieße auf Teamkollegen, um sie zu heilen. Wir nehmen natürlich den Roboter. Shard Cards cost different amounts of Shard Points. These are your Shard Points. Okay, wir haben Punkte. Click on the Shard Card to add a point. If the shard card is filled up, it will take effect and this round will be played by your rules. You still got shard points. Activate another shard card. Okay, das Verteidigerteam hat da irgendwas aktiviert. Wir spielen nochmal ihn hier. Der hat mir gefallen mit seinem Ballermann. Roger, Roger. Break it and you'll have a combat bot fighting on your side. Use your shard card. You chose Eye of the Reaper. Once you planted the converter, it'll detect nearby enemies. Okay. Magical, isn't it? All right, start the attack. First, pick up the converter. Installiere den Konverter. Gehe zum Zielort, installiere ihn, warte, bis die Konvertierung abgeschlossen ist. Okay. Now, go to site A and plant the converter. Was habe ich mit E denn die Ziel genommen? Was war das? Was ist das für eine Münze? Oh. Das sind so Wölkchen, die du machst. Roger, Roger. Damit! Ah, was für Knockback die Waffe hat. Here we are. Plant the converter. Konvertieren Sie mal. The converter is now operating. The Eye of the Reaper is changing the scene and detecting nearby enemies. Ah!
dachte, das Ding macht mehr Damage. Da ist gerade noch sehr viel los hier. Wir haben gewonnen. Das ist gerade tatsächlich Early Beta. Ja. Kaum Schaden, ja. Wir sehen uns in der Basis. Okay. Also ich. Wo war jetzt der Kampfroboter? Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Gib dir einen Teamnamen. Gib dir einen Namen. Cracky 64. Großartig. Der Kobold wird kommen und dir helfen. Durch das Abschließen von Matches werden zufällige Splitterkarten freigeschaltet. Angriff und Verteidigung. Verteidigung und Angreifer wechseln. Matchzeit plus 30 Sekunden. Matchzeit minus 30 Sekunden. Entferne zufällig einen Zielort. Alle Türen entfernen. Heilen verboten. Keine Heilung für Feinde. Alle Fähigkeiten plus 1. Schmutzsohle. Feinde hinterlassen Fußspuren. Ist Unreal Engine 5. Dankeschön. Ich finde sowas immer verwirrend, im Prinzip sinnlos. Jeden verwirrt. Ja, das stimmt, ja. Großer Kopf. Meister der Hocke. Hier ist ein Geschenk, probier es aus. Was habt ihr mir geschenkt? Das Splittergarnhandbuch enthält detaillierte Informationen. Ja, okay. Ein Dinosaurier-Sticker. Eine Münze. Glunit-Münzen freischalten, okay. Schutz der Natur. Ein Hintergrund. Gold. Noch eine Münze. Solides Gold. Rancher-Statue. Plünderkobold. Der Plünderkobold kann dir helfen, Gold effektiver zu verdienen. Nutze ihn unbedingt. Mit was für einem Haufen Zeug man schon startet alleine, ja? Coming to PS5 in Steam in 2025, stand oben im Chat. So mysteriöse Gespräche, ja. Provozieren. Das ist also ein Jubeldingsbums. Man sieht dann immer kurz, wie die Texturen nachbuffern. Punch. Ein Graffiti. Schlag. Kopfbedeckung. Ganz neu. Was ist denn das? Diese Sterne da oder was? Dass man quasi fresh ist. Ja, cool ist er. So, Splitterkampf. Ich glaube, Splitterkampf hört sich ganz gut an. War gerade schon spannend, aber... Muss auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall pauschal ein interessanter Twist mit den Karten. In jedem Match befinden sich aufgedeckte Spieler und deines Splitterkarten-Tool. Je mehr Spieler eine Splitterkarte aufdecken, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Splitterkarte gezogen wird. Splitterkarten haben unterschiedliche Seltenheitsgrade. Selten, episch, legendär. Seltenere Variante wird seltener gezogen, ja. Zu Beginn der Runde von jedem Team 3 Splitterkarten gezogen. Die Kosten der Splitterkarte des jeweils anderen Teams darstellen. Zieht ein Team eine legendäre Karte, so zieht auch das andere Team eine legendäre. Das Regel bezieht sich nicht auf Splitterkarten, die neu gezogen werden. Mit den Matchen von Spielern aufgedeckt wurden im Splittergarn des Tages haben wir eine höhere Zufallsziehungswahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit des Splittergarns ist unabhängig von Faktoren wie gewonnen oder verlorenen Runden. I'm looking.
Aufwärmmodi. Match gefunden. Die Mining-Karte, ja. Stay frosty. Die Mining-Karte läuft gut. Ja. Splitterkarten-Mining-Karte. In der Tat. Das sehe ich auch so. Oder? Time to buy some gear. Fällt gar nicht auf, wie verschandelt ich die Kühllamellen habe. Achso. Gemeinsame Lebenspflege? Ja, hörst du dann. Wild, what these cards do. These cards are like chocolate chip cookies. The more chips, the better. Vampirkugel. Ja, nehmen wir Brooker oder was? I have a good feeling about this. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Okay, wir müssen B verteidigen. Watch and learn, short stacks. Sneaky, sneaky. Yo, Bob, what's going on? Ein komischer Bot da. Oh Gott, er hat mich gleich erwischt. Nein, ich wurde erwischt. Das Minimum eine 1060. Empfehlen 2060, ja. Aber 470 läuft nicht schlecht, ne? It's just you now. Get him. Ich bin leider raus. Converter planted. Gegner hat den Converter platziert. Quasi die Bombe. Bams. Umgenatzt. Einer gegen zwei. Ja. Damn. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber ja. You're just a little. Er ist Full HD. Losing. Full HD hohes Preset. Really? Shop's open. Alle Fähigkeiten plus 1. Sollen wir mal Jaguar ausprobieren hier? Nehmen wir eine Schrotflinte und das Ding da. I'll give them a head start. Okay, wir müssen wieder verteidigen. Zwei Punkte müssen wir verteidigen. Da sind schon zwei von uns und da sind zwei. Ja, wo gehe ich denn hin? Gehen wir zu einem anderen Spot. Relativ kompakte Map, gell? Ich kenne halt meine Fähigkeiten leider nicht. Ist so ein bisschen was. Das Problem, dass ich mir die nicht angeguckt habe. Solange bin ich halt dumm, ne? Ach, Feind entdeckt. Okay, das ist ein Feind. Feind Spy oder so. Ist das für ein Teleport? Nice. Und bei B haben sie platziert, okay. Bams! Umgenatzt. Oh, shizzle a whizzle.
Überleben, beste Fähigkeit. Ich habe einen erwischt. Komm, 2 gegen 1, mach einen Platz. Ich weiß nicht, wie lange das Diffusen dauert. Scheiße. Nein. Der schießt ihn. Los. Ah, ja, ja, ja. Nein, was tust du denn? Das hätte doch hingehauen. Ach, das war knapp, oder? Das hätte doch beinahe gepasst. Ah, ich bin mir nicht sicher. Das hätte doch beinahe gepasst von der Anzeige her. Zeit zum Scharfschießen. Okay. Your world changes. Double the cards, double the fun. Card redrawn. Wo kann man überall Dinger reintun? Wie viele Punkte haben wir? Ich habe das nicht gesehen. Mal gucken, was gezogen wird. Habe ich nicht gesehen. I have a good feeling about this. You just hit the blue chip jackpot, Sugar Shack. Reaktive Rüstung. Okay. Oh, ich keine Primärwaffe. War das jetzt so ein ja, diese Skills-Sache. Oh, guck mal hier, voll der Nebel an. Und anscheinend haben die einen Skill angemacht, dass wir keine Primärwaffe haben. Alter, ist das fies. Okay, bei A sind schon 2 von denen von uns down, ne? Scheiße. Ah! Tot. So wurde ich erschossen. Ich meine, die haben natürlich schon recht. Dieses Kartenfeature sorgt dafür, dass jede Runde anders läuft. Wir kriegen auf den Sack. Come on, come on. You can turn those around. Aber ich glaube, die hatten noch eine Karte, oder? Dass wir keine Primärwaffen hatten, oder? Das geht alles so schlimm, so schnell. Alle Waffen einmal kostenlos. Ach, die Waffen kosten Geld. Aber da sieht man, wie viel Scharf geben kann. May it tip the game in your favor. Defenders win if they get one more point. Ja, die Waffen sind kostenlos. Okay. I like it when they run. Killcam ist nicht schlecht, das stimmt ja. Ach, jetzt müssen wir angreifen. Wo wollt ihr denn hin? A oder B? Herr Bauer hier. Oh, weißt du. Ich werde hier einfach zerlegt. Welche Karte gezogen? Wir kriegen voll auf den Sack. Einmal alle Waffen kostenlos. Ah, ja, 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 ja. Ich hab sie ausgewählt, das stimmt.
Ja, Feierabend, ne? Verloren. Flotte Runde. Aber ich habe einen abgeschossen. Geh mal hin. Kettenreaktion. Kugel erzeugt Kettenblitze. Ja, Schadenanteil 4,3%. Never mind. Kackanfänger. Das Abschießen von Matches werden zufällige Splitterkarten freigeschaltet. Ja. 41 von 111 Splitterkarten haben wir. Was? Alles einsammeln? Belohnung erhalten. Eine Statue. Schalte Launcher nach Verwendung frei. Bestimmte Launcher, also doppelte Launcher werden in Launcher-Statuen umgewandelt. Was? Ach so, man kann einen neuen Charakter freischalten. Wir nehmen Sephir. Neuen Held freigeschaltet. Das ist kostenlos. Ist aber noch nicht raus. Summt die Musik von Tetris vor sich hin. Stimmt, für Xbox kommt das, ja. Credits sind die Premium-Währung. Ja, natürlich. Achso, das sind quasi die Login-Rewards. Tägliche Anmeldebelohnung. Ja, kennt man ja. Okay. Exklusive Spieltestbelohnung. Belohnen Sie mich. Ich wollte eigentlich spielen. Wo muss ich play? Okay. Ja, erinnert schon so ein bisschen an Cyberpunk. Ist alles so ein bisschen wild dadurch, ja. Ich finde den Spielmodus halt. Ich finde den Spielmodus gar nicht schlecht. Match gefunden. Ich konnte überhaupt nichts auswählen. Okay. Yggdrasil. Ich habe das mal freigegeben, trotz des leicht zensierten Schimpfworts. Time to buy some gear. So, ich habe einen Punkt, die haben alle einen Punkt. These cards are like chocolate chip cookies. The more chips, the better. What is that thing anyway? You guys don't settle for the way things are, do ya? Kopfschussmeister. Ja, gut. Die Dame, die ich jetzt spielen wollte, ist schon weg. Also spielen wir sie hier. Die kann ich quasi einmal spielen, die Waffen, oder was? So, wir müssen wieder zuerst verteidigen. Okay. Einer nur bei A bisher. Dann gehe ich da auch mal hin. Lernkurve ist halt hart, ne? So ein Messer schneller. Oh, bei A passiert was. Sind wohl alle bei A. Kriegen wir wieder voll auf den Sack. Oh, weißt du. Drei hat er abgenutzt. Wie schnell sind die denn alle? Einer gegen eins. Kann sich teleportieren oder was? 15 seconds. Oh, you can cut the tension with something sharp. 10 seconds left.
hinter ihm, ne? Yeah, noch erwischt. Leider Runde verloren, aber alle umgenannt. Dieses Bild. Das ist schon sauschnell. Man werden nicht jünger, ne? Matchzeit verkürzen ist doch Quatsch. Bringt uns doch nichts. Verteidigen. Gepanzerter Rücken. Eine Menge Munition. So, den haben wir jetzt einmal verbraucht. Ah, we are like host and virus. And we both know who is which, Nesta. Analysieren und aim, ja. Also zwei Paar Schuhe, ne? Oh, da hinten geht's ab. Ich hab die Steps von links gehört. Verflixt, ey. Meine Pistole umgenutzt worden. Kommt, Jungs! Mädels! Ja, aber jetzt da, wo man achten muss, ja. Riesenporträts, da, ja. Ist auch eine gewisse Art Artstyle, ne? Online-Gamer mag das so sein. Ich bin ja eigentlich, ich spiele ja gerne kompetitiv, auch Ballerina oder so. Gerade dieser, gerade so ein Bombenmodus ist halt schon cool. Aber ich fände es persönlich, fände es so basic. Auch cool als Option. Gibt's bestimmt. Gibt bestimmt auch komplett Basic Mode. Basic Instinct. Voll verloren. Come on, come on! You can turn this around! Diese One-Hit, One-Hit-Killerei. Ja, wenn CS und sowas magst, cool, ja. You know, it's just wild what these cards do. Two cards are better than one. I mean, infuse that card with points. This is perfect weather. Ready to launch. Warum geht eigentlich keiner zu A? Moin, Bad Hacker! Okay, da sind wieder drei oder so. Rumteleportieren auf einmal vor mir. Einfach weggemessert. Lost. Oh, schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. You're only behind in number. Avoid. Let's go shopping.
more points invested, the better this... Three new rules? I'm getting dizzy. Ich habe keine Punkte mehr. Heads up, they're beating you. Match point. Chug-Chug was falling asleep. Hey, I'll take the conversion. For the glory of the herd. Wer soll denn die Bombe nehmen, ja? Wir müssen angreifen, ja. I have the converter. Die Converter. I can smell their fear. Ist der 57X3D okay für den letzten A4-Bild? Auf jeden Fall, Mann. Reiner, hau rein! Die ganze Zeit auf dem Sack. Verdammt! Die Bots sind zu gut. Ja, weißt du, die sehen dich und bam, bist du weg. Ich brauch Natural Zoom. Oh, jetzt seht ihr mich nicht mehr. So, ich brauche natürlich einen Zoom. Was wollen wir hier? Ich hoffe, beide Karten spielen nice together. It's a whole new world out there, babies. So klappt's jetzt besser. Hier, so. Monitor näher rangeholt. This is perfect weather. So, ich nehme jetzt mal eine Rifle hier. So, wo wollt ihr hin? Einer noch. Ist das ein Gegner? Converter is now converting, I guess. Converter ist bei wo? Bei A geplantet oder hier? Hier, okay. Lord Master, moin. Bam! Nice! Large FTT ist bei Prime 59 Reboot, ist der RAM instabil. Boah, kann doch alles sein, ne? Das gibt den ja ganz schön auf die Fresse. Hast schon 5-6 ist bei. Is there anything cards can't do? Double the cards, double the fun!
cards? I guess some people just want. Da kann alles sein. Da kann auch das Mainboard schlapp machen oder sowas. Das ist ja schon sehr aufwendig dann. Oh, kann ich den verrückten Hund behalten? Habe ich die Waffen vom letzten Mal? Aber wenn du overclockst oder was? So, jetzt haben wir einen C-Spot. Ist ja funny. Guck mal, wir haben jetzt einen C-Spot. Wegen der Karte. Und den Rest kriege ich nicht mit, weil ich nicht aufnahmefähig genug bin. Ich kann jetzt rasch zieh Zuckerbliat machen. Aber Performance ist auch richtig gut, oder? Für die alte Karte. Also, Optimierung passt. Das Spiel läuft butterweich. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht, was das angeht. Alles ist blurry hier drin. Ist ja doof. Oh, das war ein Gegner. Scheiße. Oh, Kacke, Mann. War das dumm. Die müssen noch eine Runde gewinnen, dann sind wir raus. Das war's wahrscheinlich. Wobei, es sind 3 gegen 2. Okay, das war's. Schade. Die Mining-Grafik rennt auch. Grafikkarte rennt auch hier, ne? Ich hab wenigstens einen erwischt. Ah, Klontechnik, das ist cool. Verteidigungswegen werden Tarnpflanzen erzeugt. Splitterkarten für diesen Modus ansehen, freischalten. Casual-Modus. Trainingsmodus. Okay, das ist Standard. Dann gibt es noch Rangmodus dann später. I'm looking! Ugh. Also man kann ein Spiele jeder gegen jeden Blutbad ohne Punkte, während du wartest. Assignment confirmed. Countdown commenced. PvE-Modus wird es wohl auch geben. Naus. Mind the sand. Oder ist wohl drin? Sieben Runden. Das ist dann dreimal angreifen, dreimal verteidigen. Und dann einmal freie Ballerei. Dann ist das Duell am Ende. Stimmt, am Ende ist ja der Duellmodus. In denen haben wir es leider noch nicht geschafft. These cards are like chocolate chip cookies. The more chips, the better. Ja. Der am Zaun steht. Ich könnte mein Setup ein bisschen rüberschieben, dann könnte ich es ein bisschen absenken hier. Aber laufenden Rechner bewegen, nicht so cool eigentlich, ne? So, random, egal. Sturmgewehr. Feuer frei. Was müssen wir? Angreifen. Okay. First room, choose your terrain. The magic of mushrooms has no limits. Now I've taken wall go away. Alle A. Rush A. Das ist ein Pissen. Einer von denen ist schon down. Planting the converter here. Converter planted.
kommt einer. Oder auch nicht. Juhu! Keine Pharaohs. Go team, you're in the lead. Surprise. Ja, das ist auf jeden Fall gut, ja. Time to buy stuff. The more points invested, the better this card will be. Roger, Roger. Wir haben die Vampirkugel. Lebensraub. Kopfschussmeister. Entscheidende Karte, der Kopfschuss macht mehr Schaden bei denen, okay? I've taken the converter. Die Skills habe ich dann jeweils zweimal. Ich weiß halt nicht, was die können. Das ist so das Problem. Was macht das hier mit dem Raum? Ja, der hat ja diesen Scanner, ne? Für die Gegner oder so. Diesmal ist kein Wasser auf dem Boden. Vorhin war ja voll das Wasser da. Oh oh, wir haben schon zwei verloren. Two v two. Geht ja ratzfatz hier. Bam! Gewonnen. Nice. Haben wir mal Kacknoobs als Gegner. Wuhu! Time to buy some gear. Ram OC? Ja, ich hab's auch mal probiert. Aber ist schon eklig. Macht natürlich Spaß. It's just wild what these cards do. Cards? It's a whole new world out there, babies. Ich kann keine Karten investieren. Angriff! Good. Meteora was getting restless. Die Bots werden runtergestuft. Converter in hand. Wirken schon wie Spieler, oder nicht? Ich habe auf hoch gestellt. Wollt ihr jetzt nach. Wollt ihr nach B oder was? So. Mal los. Aber es hat dann auch wohl Raytracing oder so. Es kann dem Ganzen wohl auch auf die Fresse gehen. Einer wurde schon erwischt, leider. Ich kann doch diesen Scan machen, oder? Ach nee, das ist ja wieder jemand anders hier. Den haben wir. Sounds echt schlecht orten, muss ich sagen. Ob jemand oben drüber ist. Double kill. Nein, da wurde ich erwischt. Er schießt ihn.
Nein! Hat uns fertig gemacht. Go Team, you're in the lead. Surprise! Danke dir für die für den Follow. Die Strumpfe brauchen 500 Watt, war das gerade? Nee. Taschenlampe. Oh, that card's gonna feel so rejected. And now, your two cards are better than one. I mean, obviously. Three new rules? I'm getting dizzy. Meister der Hocke. Was habe ich jetzt? Den Scheinwerfer an der Waffe. Wir müssen jetzt verteidigen. Ja. Support requested at. I haven't sent this excited since my. Nö, der Diesel ist das ist tatsächlich ein nettes Sponsoring von Twitch. So hier mal eine Runde hier reinzocken. Die sind hier! Ich habe ihn auf 24 runtergeschossen. Do not resist. Almost ready. Inverter planted. Das ist die, das ist keine 5, das ist eine 3. Das ist eine 3. Verdammt, 3 gegen 2. 2 gegen 5. Oh, 2 gegen 2. Just you now. Get him. There's just one enemy left. Hope that helps. 20 seconds left. Wow. Nice. Defusen bitte. 15 seconds. That's 1-5, not 5-0. You won. Very nice. You're in the lead. Good job. Ach, größer und größer und die Taschenlampe haben wir an. Jetzt sehe ich das. You didn't like that card? Whatever. Here's a new one. A whole hand is in play. So, rekonstruieren und blitzende Projektile. Okay. Blitzen Sie mal. Was, wo soll ich verteidigen? Ja. Also wo? Ah, okay. Sie kann sich unsichtbar machen. See you soon. Ah, ich kann sich dann zurückbeamen, oder was? Ich glaube, bei einem anderen Spot geht's ab. They can't land on B. Darf da nicht durch.
Dory nochmal. Keine Chance. Ain't got no chance. It's over. Das Tor aufschießen. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Vielleicht dagegen bauen. Ne? Ich bin halt voll raus, was das angeht. Das ist für mich größtenteils Reizüberflutung. Nice, noch einen mitgenommen. Wir haben gewonnen. Achso. Wir müssen angreifen. Dann war die Zeit abgelaufen. Wir haben gewonnen. Ist die Hauptsache. Match complete. Well done. Wuhu! Ich bin nichts, aber ist egal. Naja, wenigstens 4 Abschüsse. Das Ding zieht aber anständig. Jetzt 140 Watt. Das ist diese Reflexion da. Wenn ich nicht den Strom rausziehen, wäre ein bisschen dumm. So, irgendwer wollte mal sehen, wie viel FPS hier die CPU rausrotzen kann, ne? Quasi. Gucken wir mal, wie es aussieht, wenn wir auf... Ah, FSR 2 ist auf Leistung an. Okay, das ist natürlich ein nettes Detail. Bildskalierung nennt sich das dann hier. Lass mal FSR auf ausgeglichen und stellen auf niedrig. Läuft ja bei dir Afterburner immer mit? Naja, wenn wir halt Hardware eh schon am Start haben, die wir gerade wieder ins Leben zurückgeholt haben, dann macht das ja nur Sinn, oder? I'm looking for freedom. Wie gesagt, 300 Watt, sind nicht 500. Dann wird die Reflexion darauf getäuscht. Wie oft denn noch? Hören Sie mir noch zu. Kitty, weiß auch nicht, wo ich die Reflexion jetzt eliminieren soll. So. Assignment confirmed. Countdown commencing. Tundra. Stay frosty. Das ist 1000 Watt, ja. Splitterkampf. Shop's open. Splittern Sie mal wieder. Um 4:30 wird gleich Feierabend machen. Letztes Match. Aber das ist ganz geil. Cool, ein extra Konverter. Ja, mehrere Konverter legen. Warum nicht? Wir müssen erstmal angreifen. It's a whole new nur der Rechner. World out there, babies. Nur dieses fliegende Konstrukt hier mit der gerade gebogenen 58X, dem geretteten Minenopfer. Jetzt mit roter LED, neuen AliExpress-Lüftern, Weltklasse. Da war eindeutig eine 5 vorne. Nein. Kann nicht sein, das würde das Netzteil sprengen. Machen Sie mal Licht an aufs Messgerät. Ja, Moment. Nehmen wir so einen Lichtstab. Keiner nimmt den Konverter mit. Too bad you weren't
So, jetzt besser? Wurstblinker? So ein Humbug. Wie denn? Irgend so ein unsichtbares Gerät. Ich hab erschossen. Ach, weggeschnüppert. Okay, ich wurde gearbeitet. Nicht gut. Ooh, that's a neat couple of cards you got there. Last one in's a rotten clay. Me? I guess. Converter required. Wo wollen Sie denn hin? Geh mal Moddern hinterher, ja. Oh, 10 HP noch. Down. Schrottflinte, ja. Jawohl, einer noch. Schade. Verdammt. Shop's open. Ach so, wie viel FPS haben wir jetzt eigentlich? Irgendwie sieht es gar nicht viel schlechter aus, oder? Ich habe nicht auf die FPS geguckt. Leistet mir die Grafikkarte denn noch aus? Gerade nicht. Zufall. It is an honor to fight alongside and infect each of you. Immer noch 100. Hat sich wenig geändert. Time to cure our enemies of life. Dust-Tür oder was? Nur so Dinge, die ich nicht verstehe. Circle keine Hände rum oder so.
up and poison. Wer hat mir denn so viel wehgetan? Boom! Nee, Grafikkarte ist 100% ausgelastet. Einer gegen zwei. Eins gegen eins. United in death. Time is running out the door in 30 seconds. Better catch it, Steel. The converter is mine. Jetzt planten. It's over in 20 seconds. Converter is being planted. Quarter minute. Nice. The converter is installed. Verstecken Sie sich. Do not resist. Yes! Awesome. You're just a little losing. Also ich finde es cool, dass die Matches so kompakt sind, dass man 7 Runden ausspielt halt. Finde ich geil. Sugar Shack. Müssen verteidigen. Recharge. Too bad you are not better. Was a trade, I guess. Damn, der Konverter liegt schon. Schneller! Tu es! Wir haben defused! Awesome! The teams are level. Let's see what happens. Spiel auf so alten Scheiß einfach ein neues Spiel. Was ist los? You're in a different world now. Two new rules. 2 gegen 2, 2. Jetzt geht's langsam um die Wurst. Ah, Arm 4 macht schon Spaß. Und dann halt auch so, weil das einfach jetzt so komplett, ja gut, das Board ist von mir, aber naja, never mind. Trotzdem geil, mega geil, mega geiler Support. Vielen Dank dafür, auch dass ihr jetzt noch dabei seid, so um die Uhrzeit, großartig. So, verteidigen Sie mal. Ist alles vereist. Ist das neu? Anderes Wetter als vorher? War schon vorher Eis, ne? Macht ja auch Spaß. Hat auch heute mega Spaß gemacht. Liebe kann man zurück. Die Skills so. Na, eigentlich muss er für jeden Charakter ein Tutorial machen.
was denn eine Idee hast, was die Skills so machen. Holy shit. These cards are like chocolate chip cookies. The more chips, the better. Ja, wir spielen das noch zu Ende. So. Random, random. Match point. You got this. Rifeln Sie mal. Sehen. Scheiße. Robot, Robot. Jetzt gibt's eine Entscheidungsrunde. Ja, jetzt gibt's Duelle. Achso, so 5 gegen 5 und wir spielen Duelle, ja? Oh Gott. Schön, dass wir das auch mal gesehen haben. Duell! Wähle deinen Startpunkt im Duell, die goldene Mitte. Duel? Five seconds till magic time. Ah ja, da oben sind die Hitpoints. Nein! Wir lassen uns jetzt nicht von einem komplett abfregeln, oder? The Bam! Bam, Oida! On your marks, team. Schade! Come on, it's not over yet! Stand by for sniper.
Da kriegt man ganz gut Puls. Wie soll ich denn jetzt gleich schlafen hier? Nein! Einer der drei Nieten müsste jetzt. Okay, zwei noch. Du hast noch 48 HP. Nice! One on one! Let's shoot him. Allow me. Schade. Welcome to the smoke. Schade. Aber das ist cool als Entscheider, oder? Das finde ich gut. Für mich bräuchte es diese ganzen Special-Fähigkeiten nicht. Aber gut. Free to play. Ich glaube, das Ding könnte dem einen oder anderen Spaß machen. Fragpunk. Leider alle weg. Ja. Nice. Doch, hab Bock gemacht. Schön. Leute, das war eine epische Bastelnacht. Nichts anderes fällt mir dazu ein.